An der Börse, meine Damen und Herren, hat man ja die verschiedensten Möglichkeiten, tatsächlich sein Geld zu vermehren. Ja, die einen machen es lieber langfristig, die anderen geben ihr Geld lieber in Fonds hinein. Ja, und die Dritten, die wollen es auf jeden Fall selber versuchen und das beim sogenannten Daytrading. Das kann bei Zeiten nicht ungefährlich sein, weil man natürlich nicht nur die Marktgegebenheiten kennen muss, die Spielregeln kennen muss. Nein, man muss natürlich auch ein bisschen schauen, wie es halt eben international aussieht. Vor allen Dingen, wenn halt eben Konjunkturdaten auf die Märkte zukommen oder wie aktuell der große Bereich der Inflation und der Zinssenkungsfantasien natürlich immer wieder auch das Marktgeschehen dementsprechend beeinflussen. Und damit heute unser Gast bei Wirtschaft TV hier in der Frankfurter Wertpapierbörsen, Thorsten Wiese von SRI Concept. Hallo. Herr Wiese, viele junge Leute sind ja der Meinung, ja, Börse ist toll für sie und sie sehen das auch, das schnelle Geld, das ruft, ja, und dann werden dann Videos über Social Media veröffentlicht, wo man wirklich manchmal als längerfristiger, der ich dabei bin, 25, 30 Jahre, sich an den Kopf fasst und sagt, so schnell geht's doch dann wirklich nicht, oder? Wie sehen Sie die Situation? Also, es klingt verlockend. Mhm. Ich sehe ein YouTube-Video, TikTok, mhm. Vielleicht lade ich mir ein E-Book runter. Und dann sage ich, boah, ich steige jetzt ein, ich werde Trader. Ein Konto beim Broker ist schnell eröffnet, man zahlt ein bisschen Geld ein und das war's und ich kann loslegen. Und eigentlich habe ich ja eine 50% Chance, der DAX, Dow Jones, steigt oder fällt, das wird schon klappen. Hm. Aber die Erfahrung zeigt, das klappt nicht. Bei jedem Broker sehen wir ja diesen Risikohinweis, bei uns 75-80% der Trader verlieren. Hm. Die Brokerregel ist im Allgemeinen diese 90-90-90 Regel. 90% der Trader verlieren 90% ihres Kapitals in den ersten 90 Tagen. Also die Idee ist gut, aber leider ist es nicht ganz so einfach. Wie kann ich denn, wenn ich tatsächlich mich für die Börse interessiere, was ja gut ist allalong, wie kann ich denn erfolgreich sein, auch im Daytrading? Für mich ist das Wichtigste tatsächlich, einen Mentor zu haben. Mhm. Ja. Und mit einem Mentor als erstes nicht über die Strategien zu sprechen, sondern mit dem Mentor zu sprechen und rauszufinden, was bin ich für ein Trading-Typ. Das mhm. vergessen die meisten. Die sagen, ich habe eine Strategie gekauft, ein E-Book, was auch immer und lege jetzt los. Aber ganz wichtig ist zu wissen, was bin ich für ein Trading-Typ. Mhm. Das heißt, was habe ich für eine Risikotoleranz, was habe ich für eine Resilienz, was halte ich aus, auch welche Zeit habe ich und welches Kapital habe ich. Ja? Mhm. Und danach richtet sich. Es gibt da tolle Strategien, die auch gut funktionieren, aber die passen vielleicht nicht zu mir, weil ich zu den Zeiten nicht traden kann. Oder als Beispiel, das hatte ich letztens gerade bei einem Bekannten, eine Strategie, die wirklich profitabel ist, aber die hat nur eine Trefferquote von 30%. Mhm. So, da habe ich halt dann den Fall, da kann es durchaus mal sein, dass 6, 7, bei einem mal sogar 10 Trades hintereinander in den Verlust gehen. Halte ich das aus? Mhm. Das ist für manche schwer zu ertragen. Was machen die? Machen 5, 6 Trades mit, verlieren, geben auf, gehen rein in die nächste Strategie. Und eigentlich fängt dann das gleiche Drama häufig von vorne an. Ja, oder sie sind ganz dann vom Markt weg, weil auf einmal natürlich kein Geld mehr da ist. Aber wie mache ich es denn richtig tatsächlich? Wie kann ich da einen richtigen Weg, um halt eben tatsächlich auch langfristig Geld zu verdienen? Also es ist möglich. Einige, ich beweisen es. So. Ich glaube, es ist wichtig, am Anfang einen Mentor zu haben, um das erstmal rauszufinden, was bin ich für ein Trading-Typ, welche Strategie passt zu mir. Mhm. Ja? So, dann kann ich anfangen, mich mit dieser Strategie auseinanderzusetzen und wenn das eine gute, eine getestete Strategie ist, warum nicht, dann anfangen mit kleinem Geld. Ich bin kein großer Freund von Demokonten, das gebe ich gerne zu, weil bei Demokonten fehlt der Kitzel, auch sag mal, das Bewusstsein, ich habe immer Geld verloren. Mhm. Ja? Es ist ganz, was ganz anderes, ob ich auf dem Demokonto 10.000, 20.000 Euro Dollar habe und verliere mal 2.000 oder auf meinem eigenen Konto abends gucken muss, ich habe 5 Stunden getradet und 1.000 Euro weniger. Ist ganz anders. Das, und das denke ich, das muss man erstmal verinnerlichen. Da hilft einem einfach ein Mentor, dieses Gespräch zu führen, zu sehen, wie kann ich da reinkommen, was sind meine Stärken, meine Schwächen, ja? Und dann eine passende Strategie anzusetzen, dann gar nicht die ganz große Welt zu probieren, wäre meine Idee, sondern wirklich damit anzufangen, Sicherheit zu gewinnen. Mit kleinem Geld, mit einer einfachen Strategie, wo ich einen positiven Erwartungswert habe, die ersten Gewinne zu machen und dann sehe ich, ob mir das gefällt, ob das zu mir passt und dann wachse ich da rein. Das wäre mein Vorschlag. So, Sie sprachen es gerade richtig an, die richtigen Zeiten natürlich zu finden. Klar, da muss man in Deutschland so ein bisschen beim DAX so Handels- oder Vorhandelseröffnung dabei sein. In Amerika ja vielfach auch, aber dann geht das Geschäft ja auch wahnsinnig schnell in Minuten praktisch vor sich. Ja? Und da muss ich dann natürlich wirklich hellwach und dabei sein. Wie kriege ich das denn mental geschafft? Es
eine große Schwierigkeit für viele. Mhm. Es klingt toll, man guckt auf den Chart und er bewegt sich und ich mache in einer Minute 5, 10, 20, 100 Euro, mhm, Dollar. Aber genauso viel Verlust. Da jetzt wieder das gleiche Thema, das Thema Risikotoleranz und Resilienz. Ich muss sehr konzentriert sein und ganz wichtig, ich muss eine getestete, wirklich funktionierende Strategie haben. Mhm. Es nützt nichts, reinzugehen und zu sagen, ich kaufe mal, klappt nicht, ich kaufe, mhm, wieder. Sie kennen diesen Spruch. Mhm. Hin und her macht Taschen leer. Mhm. Das ist genau beim Daytrading häufig bei vielen der Fall, wenn sie keine funktionierende Strategie haben. Insofern feststellen, was bin ich für ein Typ, was passt zu mir, welche Zeiten, welches Kapital und welche Strategie passt genau zu diesem Trading-Typ. Und dann mit kleinem Geld anfangen, da reinzuwachsen, dann hat man eine reelle Chance. Aber klar, ich sag mal, man sagt im Allgemeinen, 90% der Trader verlieren. Mhm. Die Neue Zürcher Zeitung hat, mhm, geschrieben, nur 1% der Daytrader ist auf Dauer profitabel. Mhm. Also das ist nicht ganz leicht. Aber es ist auch klar, man tritt gegen die Besten an. Mhm. Ja, wenn ich sehe, in London sehe ich in der City, da gibt es über 30.000 Broker bei den großen Banken. Mhm. Die meisten akademisch gebildet. Wahrscheinlich haben die mehr Bücher gelesen über das Trading als ich. Die haben, mhm, noch bessere Schulungen bekommen. Und die sitzen den ganzen Tag da. Und eigentlich will ich die schlagen. Mhm. Und das ist halt nur mit einem YouTube-Video und einem E-Book doch nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen, meine, wenn ich nur langfristig ausgerichtet bin, kaufe heute eine Aktie und sage, okay, ich lasse die 10 Jahre laufen, dann ist das ja eine Geschichte. Dann kann mir ja so manche, auch politische Gegebenheit, ein bisschen mehr egal sein. Während beim Daytrading natürlich die Nachrichten, die täglichen, auch von Konjunkturseite, auch schon mal die Kurse durcheinander wirbeln. Wie gehe ich dann damit um? Ganz schwierig. Gerade gestern, wir hatten ja den Fall, Nachrichten um 14.30 Uhr und dann springen der DAX, der Dow Jones, eben innerhalb von Millisekunden um 100, 200, 300 Punkte. Wenn ich da auf der falschen Seite bin, dann sind natürlich auch ganz schnell mal 3-, 4- und 5-stellige Verluste drin. Da empfehle ich, besser die Füße stillhalten. Ich gehe dann eher aus dem Markt tatsächlich und warte ab, was dann um 14.30 Uhr entschieden wird, weil das ist, da begebe ich mich einfach in die Hand anderer Leute. Da nützt mir keine Chartanalyse, weil da entscheiden ganz andere Leute, ob jetzt der DAX, die Indizes, die Währung hoch oder runter gehen. Da würde ich eher die Füße stillhalten. Ganz klar. Bleiben Sie dann praktisch raus und warten, genau, dann das Ergebnis ab. Also meine Strategie ist immer 14.30 Uhr wirklich raus zu schauen, weil da gibt es häufig irrationale Bewegungen. Wir wissen das, es geht 100 Punkte hoch, 100 Punkte runter. So eng kann ich keinen Stop-Loss setzen, da ist die Chance sehr hoch, dass ich viel Geld verliere. Ich warte gerne bis 16 Uhr. 15.30 Uhr öffnet Amerika. In der ersten halben Stunde sortieren sich viele und gucken, in welche Richtung geht's. Und ab 16 Uhr gerade den DAX bis 17.30 Uhr. Da schließt die Börse hier, ist gut. Und da kann man die amerikanischen Indizes gut von 16 bis 18 Uhr traden. Das ist eine seriöse Zeit. Traden Sie denn dann tatsächlich nur Indizes oder Einzelaktien in dem Bereich? Ich selbst trade ausschließlich Indizes. Ich habe ein System, das nenne ich die Big Five. DAX, Dow Jones, Nasdaq, den S&P und Gold. Das funktioniert sehr gut. Aktien sind mir persönlich zu aufwendig. Ich möchte nicht dauernd Geschäftsberichte lesen, Hauptversammlungen verfolgen und so weiter. Und in den Indizes ist derart viel Bewegung. Ja, und sie lassen sich in meinen Augen auch charttechnisch einfacher analysieren. Ja. Also ich bin ein Fan davon, tatsächlich die Indizes zu traden. Im Zweifel noch Forex, die Währungsmärkte, auch sehr gerne. Einzelaktien würde ich persönlich nicht anfassen. Langfristig ja, da habe ich einige, da empfehle ich nur Sparpläne, wie eine Aktienrente aufzubauen. Ganz klar, langfristig habe ich ein Aktienportfolio, Aktien und ETFs. Aber fürs Trading benutze ich ausschließlich Indizes. So hat natürlich auch Thorsten Wiese verschiedene Strategien, verschiedene Assetklassen, wo er halt eben dann mit ETFs, mit Aktien oder halt eben auf die Indizes eingeht. Ja, viele Leute sagen natürlich, die Börse und da muss ich so viel Geld mitbringen. Kann ich denn auch schon mit kleinem Kapital tatsächlich erfolgreich sein? Also ein bisschen widerspreche ich mir natürlich die Eingangsworte, wo ich gesagt habe, wie schwierig das ist. Aber ja, es geht. Ich habe es mir mal vorgenommen, extra, um das zu beweisen. Ja? Diese Sprüche sind mir auch bekannt. Börse, das ist ja nur Spekulation, das ist ja Spielcasino. Dann verzocke ich mein Geld lieber anders. Ja? Das machen nur Spekulanten oder der Klassiker, die Reichen werden immer reicher. So, da habe ich gesagt, okay, ich beweise euch das Gegenteil. Ich habe mit echtem Geld ein kleines Konto gestartet, mit 2.000 Euro. Ziel war einfach zu sagen, wirklich, wir drehen ein kleines Konto groß. Das mache ich sehr diszipliniert. Das ist wichtig beim kleinen Konto. Beim kleinen Konto kann ich mir keine großen Verluste erlauben. Ich muss diszipliniert reden, vorsichtig. Ich mache nur wenige Trades pro Tag, aber habe es geschafft. Tatsächlich, das darf ich ja ganz offiziell sagen, weil das Konto ist live und öffentlich. Ja. Wir haben eine Durchschnittsrendite von pro Tag ca. 1%. Okay. Ja, also ich denke, das kann sich wirklich sehen lassen. In den ersten 4 Monaten des Jahres haben wir das Kapital tatsächlich verdoppelt, live. Also es geht, aber ist natürlich, man braucht schon Vorkenntnis und man braucht vor allen Dingen eine wirklich sattelfeste Strategie. Ganz wichtig. Und Sie sprachen es gerade an, das Thema Disziplin ist Ihnen wichtig. Ja,
müssen Sie haben. Es geht nicht, Sie müssen eine Strategie haben und die müssen Sie konsequent verfolgen. Auch ich mache manchmal den Fehler, dass ich denke, es gibt ein Signal, aber nein, ich weiß es ja besser. Der DAX macht jetzt dieses oder jenes oder Dow Jones, nein, der kann gar nicht mehr steigen. Man kennt das. Und leider liege ich dann doch eher oder mehr falsch als richtig. Also man muss eine Strategie haben, wenn die getestet ist, und auf die muss man sich verlassen und die muss man wirklich einfach durchhalten, tatsächlich. Weil natürlich jede Strategie hat auch mal bessere und schlechtere Phasen. Aber deswegen muss die getestet sein, ich muss die kennen, dann kann ich auch darauf vertrauen. Dann weiß ich halt auch, okay, auch wenn ich 5-mal verliere, das ist nicht schlimm, weil über die Jahre hinweg hat diese Strategie gezeigt, auch diese 5 Verluste werden wieder aufgeholt und nächste Woche, übernächste Woche bin ich wieder im Gewinn. Das heißt also, da nehmen Sie natürlich auch Ihre langjährige Erfahrung letztlich her, um da halt eben auch in solchen Momenten ruhig zu bleiben. Und ich glaube, Ruhe bewahren ist da bei Zeiten noch wichtig. Super wichtig. Deswegen auch wieder ein Mentor. So, wir haben auch eine kleine Community, wo wir uns dann austauschen können. Finde ich auch sehr wichtig. Ja? Sie sagten das gerade, Ruhe bewahren. Trading ist eigentlich das einsamste Geschäft der Welt. Ich sitze alleine vor meinem Bildschirm und im Zweifel schon der Partner, Ehefrau, Ehemann, Freund, Freundin verstehen nicht so richtig, was ich mache. So, wenn ich dann abends hochgehe und sage, boah, ich war jetzt 4-5 Stunden weg und habe noch 1.000 Euro verloren, dann ist das Verständnis noch geringer. So, und dafür ist es wichtig, denke ich, wir haben dafür eine kleine Community. Das heißt, ich kann mich mit Gleichgesinnten austauschen. Ich kann mir auch mal einen Tipp holen. Ich kann mal nachhaken. Denn das sieht man ja, ich sage mal, in den ganzen Filmen. Ja, hier Wolf of Wall Street, Wall Street und so weiter. Was sieht man? Große Handelsseele. Das heißt, keiner dieser Trader, auch die Größten, nicht, sitzen nicht alleine im Büro und traden vor sich hin, sondern die haben eine Gruppe um sich, die können sich austauschen, die können sich mal einen Tipp holen und lernen dabei natürlich auch. Ja, ich habe hier einen Trade versemmelt. Kannst du mir helfen? Wo war mein Fehler? Wenn ich alleine vor dem Bildschirm sitze, hilft mir da keiner. Da sehe ich nur, ich habe jetzt Geld verloren, aber ich weiß eigentlich nicht, warum. Ja, das Wissen der vielen und der Austausch mit den anderen finde ich auch da, auch beim Trading, unheimlich wichtig. Und das verbleibt natürlich bei den meisten, wie wir es besprochen haben. Man sitzt alleine zu Hause vor seinem Computer und handelt. Und dann kann er natürlich eventuell auf das, was man in der Community natürlich besprochen hat, dann auf eingehen. Ja, Daytrading, also keine leichte Disziplin an der Börse, muss man sagen. Thorsten Wiese von SRI Concept hat uns das gerade mal sehr, sehr schön da und vorgestellt. Und das war für Sie natürlich Mick Knauf hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse für Wirtschaft TV.